Herzlich willkommen zu einem Kanal mit Marsch. Wir haben jetzt Wahlen auf der Deckel. Okay, dann machen wir zum Tutor. Das mag ich hier und ich weiß nicht, was hier. Dann sein halt nicht so toll zu hören war. Gut, abladen heißt das nicht Zeit. So. Jetzt fahren wir noch zu anderen BGH, da haben sie noch ein paar Ballen fliegen, die rüber wollen zum Abladepunkt, Trigger, wie ich immer noch nennen möchte. Ja, linke Feld und Nummer 3 wächst noch nichts. Rechts ist ja das zweite oder die erste. Ja, dann muss halt warten, ne? Ja, Sägewerk produziert fleißig. Pellets rückt auf. Ein paar liegen noch beim Heizwerk rum. Können wir auch noch entsprechend einladen und Ticker rein im Prinzip den Rest reinschieben oder reinheben. Wollte eigentlich Gras mähen. Müssen wir nach Zeit irgendwie totschlagen, in Anführungszeichen. Oder ein paar Stunden fräsen oder Bäume fällen. Düngen wollte ich einfach nicht mehr. Jetzt aber erledigt soweit. Alle Fahrzeuge zurück. Heute nehmen wir hier dann nur ein paar Reste von den Ballen. Jetzt kommen halt die anderen noch hinzu. Ein LKW voll habe ich ja um den Hof zu stehen. Ist aber gedacht für die Produktion für Mischfutter. Das heißt, sobald ich Strom habe, und Heu. Das heißt, Heu plane ich. Ja, sobald das Gras zur Schule weitergewachsen ist, oder ein, zwei, sofort Heu zu machen. Ja, und hier, das Gras noch mal wächst, habe ich schon gemäht, das ist ja gerade aktuell gerade im Wald hier. So. Wird ja nicht mögen, umkippen denke ich mal. Nö, oh! Punkt genau getroffen. Gut, das meiste geht rein, der Rest, naja, können wir sehen. Jetzt werden wir erstmal zurückfahren zum Hof. Ja, zum Hof, fahren wir erstmal zum Hof und dann werden wir sehen. Dann machen wir ein bisschen Holz über Nacht. Wir morgen das Sägewerk entsprechend noch bedienen können. Bis zur Ernte dauert noch ein bisschen. Da uns ja im Frühjahr im Prinzip die Zeit, also Zeit fehlt, was wir hätte im Herbst auch sehen hätten können, dann würden wir auch entsprechend früher ernten können. Aber gut, ist halt nicht, ne? Ja, Fabriken, was wollen wir noch bauen? Eigentlich eine Brauerei. Ja gut, okay. Eigentlich eine Brauerei noch und vorbeigefahren, ne? Mach nichts, fahren wir unten rein. Eigentlich eine Brauerei wollte man bauen, weil wir aktuell auch diese Getreide und Hopfen anpflanzen gehabt haben. Also sollte die Hopfen wachsen und Feld 13, glaube ich. Wenn wir alles produzieren können. Aber was wir heute nach die BGH bringt, das können wir sehen. Ja, da warte ich mal drauf, dass wir noch entsprechend
unser Mais weg, ne, dafür unsere BGH füllen können. Aber ein Feld wollte ich ja kaufen, die 19. Die 19 haben wir schon gedüngt. Und daher ist das schon mal. Muss ja eigentlich schon gewachsen sein, ne? Wenn 19 schon gedüngt wurde. Das ist Mais. Boden geschaffen, gut gedüngt ist es auf jeden Fall. Da unten müssen wir noch. Sehr gut. Ist auch noch nicht gewachsen. Ich werde jetzt mal eine Dunkelwert auf 60 einstellen. Haben wir hier ein paar Hallen gebaut, zum man durchfahren kann, das ist ganz praktisch. Auch nicht lange rangieren, ne? Passt doch gut rein. Ja, das passt sogar perfekt. So, gehen wir Richtung unserem Holz. Mal den Rest wegfräsen, noch so, was wir haben. Wenn er hell ist, können wir ja fräsen, ne? Weil das sehen wir dann nicht mehr. Das ist voll zu weit, ne? Mal Licht anmachen, weil also das Licht. So, was können wir weg? Holz haben wir noch nichts. Pflanzen können wir noch einiges. Die Aufnahme läuft. Und da redet und redet und redet und nichts passiert. Ne? Auch schon passiert. Das ist gut gerade. Auch nicht alles gemacht. Faule Rocke. Weg. Aktuell mache ich ja zwei Folgen pro Tag von einem Cut oder einem Cut auf. Das ist mehr das Ziel, was mir dazu schaffen möchte. Hat nicht gesehen. Da werde ich mal reinkommen in Richtung Frühling und Richtung Sommer, dass wir mal ernten können. Können wir auch die Kinder hochkönnen auf 60 und die Nacht wieder hochkriegen. Da können wir mal für unsere Felder bringen. Meister 3 und die 13. 13 beim Hopfen. Das täuscht. Also ist mir aufgefallen, dass meine Mitglieder jetzt eine höhere Qualität haben. Gerade als ich bearbeite Programme mit 3K. Somit gibt es da YouTube ein besseren Codex, Code, wie es heißt. Man kann natürlich auch HD gucken, das geht auch. Wenn das nicht ist, wenn du da Film aufwendest.
Zeit nicht meine Videoleiste bin, vielleicht zu sehen, da muss ich dann irgendwie optimieren. Weil das neue Programm da ein bisschen, naja, schwach kann man sagen, also ein bisschen unscharf ist oder zu dunkel, keine Ahnung, die Ränder sind zu dunkel. Da muss ich mal schauen. Geht morgen wieder los und verarbeiten. Wir haben das Geld verdient, ja, ist gut. Ich denke, heute noch ein bisschen Geld kriegen, nicht nach 20. Können wir das Fett leisten. Ich glaube, das ist ein laut, die Maschinen. Gehen wir auch runter auf 40%. Ein bisschen besser, ne? Man sollte immer ganz leicht im gelben Bereich sein. Die Ton, ja. OBS und Labs, wenn ich den so gleich nochmal wollte. Ja, will er nicht. Mobiles Licht aufstellen, so eine mit Generator und dann schön Scheinwerfer. Aber ich denke mir schon die Nachtstelle hier unten. Jetzt haben wir frühen Sommer. Musste nur, na, Livestream ist eine schwierige Sache mit der Zeit her. Weil genau, wenn die Folgen zum Beispiel, sollten ja dann fließend übergehen, ne? Also das ist ein bisschen schwierig mit der Zeit her. Dann müsste ich meine Hochladezeitpunkte, Beginn der Folgen in der Woche verändern. Gerne ein bisschen Polster im Nacken, damit man sagen kann, dass man sich da jetzt keinen Stress macht. Und wegen Videoverarbeitung und so wegen Aufnehmen. Da habe ich einige Tage Zeit, um entsprechend zu bearbeiten. Ich kann zwar relativ schnell hochmachen, das geht relativ zügig, aber manchmal ist mal, dann ist hier Internet nicht so, wie es sein soll, und dann haben wir schon Schwierigkeiten. Und das ist schlecht. Wir haben Sommer, wenn wir bald wieder hell werden. Der Mais gewachsen ist, ist mittlerweile schon 10 Grad Grundtemperatur. Aber es ist ein bisschen Blödsinn, weil wenn Sonne scheint, erwärmt sich der Boden normalerweise. Da ist es an sich eine schneller Wärme, wie sie anzeigen. Wetter ab, wie es entsprechend die Temperatur von der Windrichtung her kommt. Im Norden ist ja viel entscheidend, und Wind von der See kommt, ist es kühl im Frühjahr. Normal.
Weil die Ostsee oder Nordsee im Frühjahr halt eher noch kühl, recht kalt ist. Im Winter her. Das ist wie ein Speicher der Kälte. Umgekehrt ist im Herbst oder eher warm ist. Oh, es wird hell. Ja, ist der Wetter hell. Aber wir werden müssen bis 6 Uhr noch laufen, aber ist geil. So schaffen wir einen Tag, halt zwei Tage im Spiel, ne? Ich weiß gar nicht, ob überhaupt anliegt an Mission. Ich möchte eigentlich keine dünne Mission machen, Anführungszeichen, aber Geld verdienen. Leider muss ich nicht Geld verdienen, wenn man weiterkommen will, ne? Bonus voll. Morgentau, oder? Gut, das ist aber für die Küstenregion normal, dass da entsprechend nass sein kann. Für die Ernte ist ungünstig, muss ich sagen. Wenn das entsprechend kaum nass ist. Also ein bisschen warten, bis es hell ist. Jetzt können wir wieder auf normal gehen, bevor wir zu lange Bäume pflanzen könnten wir machen. Ja, lass uns dann irgendwie gehen, ne? Was ist das? Ja. Ah. Ein paar Stück. Das heißt, wir müssen den Traktor jetzt hier nehmen. Und jetzt Dings kaufen, am besten was man gut drauf hat und eine Teilmaschine machen kann. Dann können wir zur gleichen Zeit zwei reinpflanzen. Geht das schneller. Immer eine Stuppendeck machen in den letzten zwei oder so. Das müsste sauber sein, ne? Dann können wir hier hinten ein bisschen anfangen, ein paar Reihen zu gehen. Wir kommen hier vorne an. Eine Reihe durch, noch eine Reihe. So, okay. Stellen wir den mal vorne hin. So, hoch und jetzt fahren wir rüber zum Sägewerk. Stellen wir unsere Fräse da ab. Wo wir sie schnell wiederfinden können, ne? Zum Hochfahren wäre ein bisschen Blödsinn, Anführungszeichen, weil wir da kommen wir vielleicht. Ja, rüber kommen wir schon, denken wir. Der Traktor geht schon. Aber. Stellen wir genau hier in der Tür rein, ne? Haben wir zur Seite, ne? Keiner rauskommt. Echt noch nicht bezahlt oder so. Keine Ahnung. So, geht zum Händler. Das heißt Händler. Erstmal gucken wir mal rein, unser Menü, was uns eigentlich unser Maismarkt macht. Na, unser Preis nix. So. Wachstum. 13 müsste eigentlich ganz gut sein. Mais ist nicht gewachsen, aber das müsste gewachsen sein. Das heißt, auf 13 wir düngen, wenn wir düngen. Muss ja sein, nützt ja auch nichts. So, wir werden aber voll machen müssen, das nützt auch nichts. So kommen wir auch durch, wo ich so dachte, so denke. Ja. Wir hatten ja hier was freigelassen, ne? Also von daher. So, Dünger. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Danke fürs Liken, danke für alles. Hört und sieht, man hört und bis dann zur nächsten Folge vielleicht. Dann sagt mal Tschüss. Bis dann, ciao.